So, über meine Zeit hier in Cartagena kann ich eigentlich nur Positives sagen. Ich war jetzt 3 Wochen hier. Einmal ist natürlich, weshalb ich hier hingekommen bin, ist das Wetter und der Strand. Der Strand hier in Cartagena ist nicht ganz so schön. Wenn man sich den Strand angucken möchte, dann ist auf jeden Fall Playa Blanca oder die Isla de Rosario zu empfehlen. Hier, auch über die Schule, kann ich persönlich nur Gutes sagen. Ich hatte 3 Wochen eigentlich super Unterricht. Ich konnte vorher nicht viel Spanisch, habe vorher seit 5 oder 6 Monaten, glaube ich, einen Spanischkurs gemacht, den ich hier jetzt vertieft habe mit bei der Lehrerin Ligia, die ich sehr empfehlen kann. Ja, man lernt Grammatik. Es ist anders als in Deutschland nicht wirklich schulisch, sondern es wird hier mit viel Spaß gelernt. Man wurde ja nicht gezwungen, hier hinzugehen, sondern man ist hier mit Spaß. Ja, was kann ich noch sagen? Für nachmittags organisiert die Schule Ausflüge. Wie zum Beispiel wurde zusammen das Fußballspiel von Kolumbien gewonnen, was Kolumbien 3-1 unter anderem gegen Uruguay gewonnen hat und gegen Chile. Ja, dann wurden Ausflüge wie Stadtführungen organisiert. Es wurden Ausflüge auf den Hügel von Cartagena, auf den sogenannten Popa, organisiert, wo man einen super Blick hat, auch auf jeden Fall zu empfehlen. Und es ist einfach eine schöne Zeit. Man wird von den Familien nett aufgenommen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Familien, aber das sollte klar sein, wenn man nach Kolumbien kommt. Sonst, wie gesagt, ich kann nur Positives sagen, bin etwas traurig, morgen wieder nach Deutschland fliegen zu müssen, aber ich werde sicherlich irgendwann zurückkommen und wenn man nach Cartagena kommt, dann ist Nueva Lengua auf jeden Fall eine gute Wahl. Vielen Dank für alles an Nueva Lengua. Muchas gracias por todos an Nueva Lengua. Muchas gracias. Adios. Hasta luego.